Ihr habt richtig gesehen, ja. Aixam hat eine neue Modellreihe auf den Weg gebracht. Wurde gestern in Frankreich vorgestellt. Warum wir nicht dabei waren? Keine Ahnung. Wir wären gerne dahin gefahren, hingeflogen, hätten live berichtet, gleich die Autos gezeigt, aber wir waren anscheinend nicht gewünscht. Warum? Schreibt es in die Kommentare. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall beziehen wir uns jetzt auf Social-Media-Fotos aus Frankreich direkt. In Deutschland gibt es auch gar keine Informationen. Deswegen können wir euch auch noch gar nicht genau sagen, wann das Auto bei uns zur Verfügung steht oder in Deutschland zur Verfügung steht. Ich gehe aber davon aus, die Fahrzeuge, die wir schon in Vorbestellung haben für nächstes Jahr, dass das schon das neue Modell sein wird. Sobald wir Neues wissen, wann, wie teuer, was überhaupt, kriegt ihr natürlich mehr Informationen. Aber jetzt wollen wir euch natürlich erstmal zeigen, was ist überhaupt neu. Und da gucken wir uns jetzt mal die Sachen an, die wir im Internet gefunden haben. Fangen wir jetzt erstmal an, was man so bildlich sieht. Und hier könnt ihr ganz klar schon sehen, dass Aixam hat die komplette Frontpartie mal wieder erneuert. Auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick, irgendwie doch geil. Die Haube wurde geändert, die Stoßstange komplett vorne im Design wurde abgeändert. Der Grill hat sich verändert und wir haben endlich LED-Scheinwerfer. Ob es jetzt Full-LED-Scheinwerfer sind, das kann ich jetzt noch nicht beantworten. Aber ich weiß, dass es LED-Scheinwerfer sind vom Tagfahrlicht her. Also das Tagfahrlicht ist jetzt im Scheinwerfer integriert, ne? Ja, mega geil, längst überfällig, dass das passiert. Schon fast ein bisschen zu spät. Eigentlich. Zu spät. ob es jetzt fahrlichttechnisch auch ein LED sein wird, weiß ich nicht. Also die sind sehr schmal, die Scheinwerfer. Ne? Ich denke, dass das auf jeden Fall irgendwie LED sein muss, sonst wird es nicht funktionieren. Wäre der Hammer. Was man Aixam wirklich zugutehalten muss, es ist jetzt wirklich nicht nur irgendwie eine Stoßstange getauscht oder einen Scheinwerfer, dass das Auto anders aussieht. Nein, es gibt komplett andere Bauteile. Also wenn man zum Beispiel sich das Heck anguckt, das Heckteil muss anders sein, denn die Heckscheibe ist ganz anders geformt und die Dachform hat sich auch so ein bisschen hinten verändert, was jetzt hier auf den Bildern zu erkennen ist. Ja. Für euch vielleicht, die Autos nicht tagtäglich sehen, sieht das vielleicht fast genauso aus. Aber ich denke, wenn das Auto dann in Realität bei uns steht, dann sieht man ganz klare Unterschiede bei den Fahrzeugen. Warum Aixam jetzt bei der Farbkombi geblieben ist, ich meine dieses Weiß und Paket Permut Rot, das kennen wir ja schon jahrelang. Liegt vielleicht daran, weil es einfach geil ist. Ja, ist schon gut. Es sieht halt gut aus. Ja. Wie gesagt, es sind so die ersten Erkenntnisse, die wir haben. Vielleicht gibt es auch noch eine neue Farbe. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall, das Fahrzeug anscheinend dann auch Serie mit der 7-Style-Felge, ausgestattet in schwarz. Das passt. Ich zoome hier nochmal ran, aber ich glaube, auf dem Bild, wenn man da genauer hinguckt, man sieht zwar den LED-Tagfahrlichtstreifen, aber man sieht so, zwei Löcher. Ich bin mir unsicher, ob es ein LED-Scheinwerfer ist. Wir haben ja noch mal mehr Bilder. Gucken wir mal den nächsten. Wir gucken mal weiter. Jetzt sehen wir hier auch ein tolles Bild von einem Coupé Evo in, es ist Saphirblau. Natürlich Frontpartie, ähnlich wie gerade beim City Sport. Das wird dann, so wie jetzt, modellabhängig so ein bisschen variieren. Ne? Zum Beispiel GTI mit den großen Lufteinlässen und so weiter. Aber vom Grundsatz her ist es dann jetzt dieses neue Gesicht von Aixam. Wir sehen hier auch diese, ich würde fast sagen, gekürzte Motorhaube, weil die auch so vorne so ein bisschen so einen Abknicker macht. Im Gegensatz zu einem Emotion-Modell sieht man ja, dass es ja so spitz zulaufend ist. Ne? Ja. Und bei dem neuen Modell wirkt das irgendwie kürzer und so nach unten geknickt. Also auf dem Bild sieht das so aus, als wenn das Auto jetzt schon hier so aufhören würde. Also meinst du auch 10 cm kürzer fast? Weiß nicht, es sieht optisch so aus. Es gab ja anscheinend durchaus Händler, die es würdig waren, da eingeladen zu werden. Und auf deren Stories konnten wir so ein bisschen stalken und ein paar Videos klauen, erhaschen von Instagram, die wir euch gleich auch hier einblenden werden. Also ich bin immer noch sehr traurig, dass wir bei sowas nicht eingeladen sind. Ja. Aber naja, andere Sache. Ja, bei dem Coupé sieht man auch neue Haube, neue Stoßstange. Seitenscheibe, die sieht glaube ich auch neu aus. Ne? Ja, jetzt wo du es sagst, genau. Auch hier Heckteil ganz anders. Oh, ich habe gerade schon einmal weitergewischt, ich habe noch ein anderes Bild gesehen. Auch die Stoßstange hinten hat einen komplett anderen Ansatz. Mehr so unterhalb, kommen wir gleich zu. Aber wir bleiben jetzt bei der Front. Heck haben wir, glaube ich, gleich auch noch was, ne? Ja. So, Front, ja. LED-Scheinwerfer, Grill, alles so ein bisschen modifiziert. Ich würde schon fast sagen, sieht so spacey aus, aber das ist jetzt die Zeit. Wir gehen immer mehr Richtung Elektroautos, alles wird irgendwie schmaler, scheinwerfertechnisch. Es ist die richtige Richtung, muss man ganz klar sagen. Ich finde, der hat irgendwie sowas von einem, Lenzen. Sag schnell,
Range Rover. Range Rover, genau. Erinnert mich stark an Range Rover, Evoque. So. Jetzt habe ich hier den Crossover Premium offen und das Auto sieht optisch ganz anders aus. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Natürlich die Front wieder anders und hier sieht man auch wieder typisch, wie bei allen Crossover-Modellen oder Crossline-Modellen, natürlich auch die, die Stoßstange, die so Richtung Offroad-Design geht. SUV-mäßig. SUV-mäßig. Das, du sagst es genau richtig, das Auto sieht tatsächlich mehr nach SUV aus wie der aktuelle Crossover. Das sieht hier tatsächlich auf den Bildern auch so aus, als wäre das Fahrzeug insgesamt höher, ne? Als hätten sie da wirklich was gemacht an der ganzen Karosserie. Aber ich denke, ja, das wird wahrscheinlich eher so Bild, dass das Bild in einem anderen, in einer Perspektive ist, aber es wirkt. Es wirkt auf jeden Fall größer. Ich denke sogar, dass sie vielleicht höher gemacht haben. Wir wissen ja, dass der Crossover aktuell eigentlich das mit bestverkaufteste Fahrzeug ist. Ja. Und dass sich da Eichstein vielleicht noch ein bisschen mehr Mühe gegeben hat. Auch hier sehen wir hinten ganz klar, dass die Scheibenform sich geändert hat, die Dachform hat sich geändert, Seitenteil ist verändert, also eigentlich hat sich alles geändert. Die Kunststoffverbreitungen sind weg. Und das schwarze Dach. Und das Dach wirkt jetzt nicht mehr so, als wäre es höher, aber doch irgendwie auch trotzdem höher. Es ist schwierig, wie man das in Worte fassen soll. Ja, Felgen auch, Seven-Style-Felge, Diamant. Ja. Gut, das Rad werden die jetzt nicht neu erfunden haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also es sind natürlich dieselben Felgen wie bei den Emotion-Modellen. Finde ich aber auch gar nicht so tragisch. Wäre natürlich cool, wenn sie für das Modell eine neue Felge mit einführen würden, aber da wissen wir noch nichts. Wir wissen gar nichts, wissen wir, außer das, was wir euch hier mitteilen können. Und das finde ich... Was wir selber auch sehen auf den Bildern. Ja, ne? Das kann ich nur betonen, das finde ich traurig. Dass in Frankreich ein neues Auto vorgestellt wird und wir müssen uns hier irgendwie behelfen mit Fotos. Ja. Okay. Ja, hier sehen wir einmal das Spektakel, was wohl gestern in Frankreich da passiert ist. Natürlich habe ich ganz vergessen zu erwähnen, es gab ja schon zum Jahresbeginn die Einführung des E-Scouties zum 40-jährigen Jubiläum von Aixam Mega. Und da haben wir uns schon gedacht, ey, da kommt bestimmt noch mehr, weil es sind halt 40 Jahre. Ja. So, und hier sieht man ganz toll auf dem Foto, dass da so eine schöne, so eine Veranstaltung stattgefunden hat, wo die einzelnen Modelle vorgeführt worden sind. Und links hinten in der Ecke sieht man auch nochmal den Crossover. Da in Blau, ne? In Blau. Und das wirkt schon... Ich denke, dass das wieder ein Brüller wird, das Auto. Und hier sehe ich auch schon wieder was beim Coupé im Heckbereich. Aber da kommen wir gleich zu. Denn auch hinten hat sich einiges getan. So, hier könnt ihr jetzt das sehen, was wir gerade schon beim blauen Coupé Evo schon so angesprochen haben, dass sich die Heckpartie geändert hat. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Auf jeden Fall steht das... Wie nennt sich das hier? Die C-Säule, ja. Na, das steht nicht mehr so, das steht jetzt noch flacher nach hinten weg. Dementsprechend hat sich die Scheibe geändert und das Dach geändert. Wenn ihr da jetzt mal genau die Bilder so nebeneinander legt, oder diesen Videoausschnitt, nee, ich finde es total schick. Auch, dass das Dach nicht mehr so doll über die Scheibe drüber hängt. Das hatte immer so diese typische Coupé-Form, ne? Ja. Dass das Dach drüber hängt. Das scheint hier auch gar nicht mehr so zu sein. Muss ich mir nochmal angucken. Man sieht... Ja, das Dach hängt nicht mehr über der Scheibe drüber, was dann die komplette Form verändert. Und die C-Säule an sich ist hinten breiter geworden, was das ganze Auto irgendwie nach hinten so abfallen lässt, was ich sehr schick finde. Ja, ihr habt jetzt schon die ganze Zeit richtig gesehen. Und natürlich hat Eichsam endlich hinten LED-Heckleuchten verbaut und ein LED-Laufblinker. So, ist der nicht schon langsam wieder out? Ja, eigentlich schon, ne? Aber ja, vielleicht ein bisschen spät, aber es gibt ihn jetzt, LED-Heckleuchten mit Laufblinker, finde ich persönlich total schick. Also der gesamte Arsch wirkt jetzt wirklich modern, zeitgemäß. Was ich noch nicht so richtig raussehen kann, wir haben ja in der Mitte diesen schwarzen Balken. Ich denke, dass das auch ein Kunststoffteil ist, was aufgesetzt ist. Ja, eine Folie ist es nicht, dafür wirkt das zu 3D-mäßig, oder? Was denkst du? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was mich auch ein bisschen wundert, was dieses Weiße da mittendrin ist, über dem Eichsam-Schriftzug. Das Auto ist so schön von hinten. Warum ist da eine Lampe in der Heckklappe gebaut? Warum? Ich denke, das ist ein Rückfahrscheinwerfer. Das wäre Katastrophe. Das wäre richtig merkwürdig. Geiles Design. Geil. Auch mit dem Schwarzen hinten, mit diesen durchgezogenen und mit diesen LED-Heckleuchten. Aber warum zum Teufel ist da eine Lampe eingearbeitet? Du siehst das ja gerade, der Diffusor hinten
Hat der Auspuffblenden oder nicht? Weil das ist ja, glaube ich, ein E-Eichsamen, wenn ich das richtig gesehen habe. Man sieht nur so die Draufsicht. Ich sehe jetzt keine Auspuffblenden, das wäre natürlich geil. Was ich aber sehe, was ich gerade schon angesprochen habe, ist, dass sich die Stoßstange komplett geändert hat. Denn ich muss mal mit dem Tablet zum Auto gehen, dann kann ich es euch besser erklären, weil ich muss das, so wie ihr, gleichzeitig sehen. Man sieht ja jetzt ganz klar Heckteil und dann geht die Stoßstange bis hier so hin. Jetzt sieht man hier bei dem neuen Auto, dass das Heckteil bis hier runter rutscht und die Stoßstange nur wie so ein Cup-Diffuser unten angesetzt worden ist. Dadurch wirkt es auch so, als wenn es nur so ein Diffuser unten rum wäre. Mega, finde ich sehr gut. Wenn die jetzt noch auf diese Auspuffrohre verzichtet haben beim Elektroauto, mega. Auch hier sieht man jetzt an der Heckklappe, ne, dass dieser Bereich hier wesentlich breiter ist beim aktuellen Modell und hier ist es schmaler geworden. Natürlich wirkt das jetzt auch schmaler wegen diesen schwarzen Balken. Jetzt sieht man es hier auch klar und deutlich, auf diese rückleuchtende Heckklappe wird verzichtet. Ja. Und hier wurde dann dieses schwarze Panel reingezogen, wo ich mir immer noch so unsicher bin, ob es Folie ist oder Kunststoff. Aber auch dieser Bereich ist schmal geworden und dadurch wirkt das alles so abfallender. Aber die C-Säule ist, glaube ich, jetzt auch farbig bis unter das Dach, ne? Ja, und breiter. Guck mal, hier hat man bloß so einen schmalen Bereich, ich schätze mal 5 cm. Wenn du da guckst, das ist wesentlich breiter geworden. Von der Übersicht her im Fahrzeug wird sich da eigentlich nichts geändert haben. Jetzt nochmal eine Nahaufnahme vom City Sport, den wir zum Anfang gesehen haben, vom Scheinwerfer. Und da sieht man jetzt ganz klar dieses LED-Tagfahrlicht, was mega ist. Und jetzt muss ich nochmal ranzoomen. Auch auf diesem Foto kann man zoomen, wie man möchte. Man kann jetzt nicht zu 100% sagen, ob es ein Full-LED-Scheinwerfer ist oder ob da noch eine H4 oder H7 drin steckt. Schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch Informationen gefunden. Also wir haben das ganze Internet durchforstet in Frankreich. Wir haben jetzt nur diese Informationen gefunden, die wir euch hier jetzt auch präsentieren dürfen. Vielleicht ist jetzt nach Aufnahme des Videos bis zur Veröffentlichung noch was online gegangen. Das können wir natürlich dann nicht mehr berücksichtigen. Klar, es ist ganz frisch, ne? Also das ist jetzt wirklich... alle, die gestern da teilgenommen haben, wissen es natürlich. Wahrscheinlich. So, was haben wir noch Schönes? Okay, hier haben wir einmal eine Aufnahme, da wurde das Tagfahrlicht bei der Veranstaltung eingeschaltet. Ja, man sieht jetzt nicht viel, aber dieser Schweif von diesem Tagfahrlicht ist schon geil. Das ist ein Grund für mich zu warten. Also, das ist ja jetzt der nächste Punkt. Wenn ihr jetzt ein Leichtkraftfahrzeug braucht, wartet man, bis das Neue kommt. Wann kommt es noch? Man weiß es nicht. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr jetzt doch 15 seid oder ihr überlegt, euch ein Auto anzuschaffen, kann ich euch nur raten, ein aktuelles Modell zu kaufen, was da ist. Es wäre schade, wenn man jetzt irgendwie ein halbes Jahr verschenkt, bis die neuen Modelle kommt und man kann so ein Auto nicht bewegen. Klar, es ist ärgerlich, wenn man weiß, es gibt schon was Cooleres, was Neueres, aber im Endeffekt verliert ihr ja eure Zeit, wo ihr so ein Auto nutzen könnt, ne? Ja, das stimmt. So viel dazu. Ich habe auch immer so ein Glück. Ich kaufe ein neues Auto und dann ein paar Monate später kommt ein Facelift raus. Ah. Ja. Aber das ist ja bei allen Sachen so, ne? Klar, du kaufst dir ein iPhone und ein Jahr später gibt's neues. Ja, ist so. Bestes Beispiel. So, in diesem Instagram-Ausschnitt können wir auch wieder was erhaschen vom City Sport. Und auch am City Sport, achte mal in den hinteren Bereich, haben wir auch dieses schwarz durchgezogene an der Heckklappe. Ich muss mir nochmal angucken. Was bei dem Fahrzeug richtig, richtig geil wirkt, ja. Ob da jetzt auch diese Lampe in der Klappe ist, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, ne? Das wäre irgendwie logisch. Ja, weil wir gehen nochmal zu unseren GTI hier. Dadurch, dass die Leuchten in der Heckklappe entfallen, was fehlt uns denn da jetzt? Das ist ja der Rückfahrscheinwerfer und der Nebelscheinwerfer. Ja, stimmt. Das heißt, wir müssen ja irgendwo, wenn die hier drauf verzichtet haben, muss der Rückfahrscheinwerfer irgendwo reingemacht worden sein und die Nebellampe. Jetzt ist die Frage, wo ist der Nebelscheinwerfer? Oder ist das eine Kombileuchte? Stimmt, das könnte ja, auch wenn es ein weißer Scheinwerfer ist, könnte ja die LEDs rot leuchten, ne? Genau, dass sie vielleicht einen so einen schmalen Streifen in der Heckklappe gebaut haben für Rückfahrlicht, Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte. Trotzdem sieht das nicht toll aus. Aber vielleicht muss der Eichsam da einen Kompromiss finden. Ich gehe nochmal zurück zur Heckansicht von dem roten Coupé. Jetzt können wir mal genau hingucken. Also wir haben rechts und links die äußeren Leuchten. Da haben wir natürlich drinnen natürlich den Blinker, das Rücklicht und die Bremsleuchte. Gut, die Nebelschlussleuchte könnte vielleicht auch in der anderen Seite sein, ne? Das muss ja, glaube ich, nur einseitig. Ja, aber das muss ja irgendwo integriert sein. Das könnte ja mit in dem normalen Fahrlicht sein. Die könnten einfach auch das Bremslicht dann einschalten, ne? Ja, ohne die in der Mitte.
das ist dann ja auch heller als Rückfahr. Ich habe jetzt mir mal diese mittlere, nicht so schöne Leuchte rangezoomt in der Heckklappe. Es könnte eine Kombileuchte sein, dass sie da beides reingepackt haben. Gehe ich ganz stark von aus. Also wir werden es jetzt eh nicht rauskriegen. Ich denke, da können wir jetzt dann weitermachen und dann werden wir das auf jeden Fall sehen, sobald das erste Fahrzeug hier ist. So. Dann werden wir natürlich dann auch sofort vorstellen hier. Sofort. Das ist jetzt der Coupé Evo nochmal als kleinen Videoausschnitt. Haben wir eigentlich alles. Sicher? Das ist das ist der Cross. Das ist der Cross Over. Front haben wir besprochen. Dachreling kann ich nicht ranzoomen. Ah, ist alles sehr schwierig. Wir müssen uns überraschen lassen. Ja. Und das war es jetzt auch schon an dieser mageren Ausbeute an Informationen, die uns zur Verfügung steht. Beachtet bitte, heute ist der 15. September 2023. Nicht, dass ich in einem Jahr oder so Kommentare lese, ja, das ist aber schon alter Hut. Also das Video aufgezeichnet heute, 15.09.2023. Sobald wir mehr Informationen haben, sobald wir wissen, wann es die Autos gibt, kommt ein Video. Danke fürs Zugucken, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und sagt mal in Frankreich, dass wir uns mal einladen sollen. Macht's gut. Ja, genau, geht mal nach Instagram und flutet da Eixam Official und fragt, warum wir nicht da waren. Jetzt muss ich hier Alex mal voll in seine Schnippelerei rein grätschen. Ja. Uns sind gerade noch frische Informationen unter die Augen gekommen aus Frankreich, denn jetzt gerade in diesem Moment werden die neuen Modelle in Frankreich Probe gefahren. Ja, und ich weiß nicht, was jetzt schon gekommen ist im Video, weil ich bin jetzt so da reingegrätscht. Wir haben vorhin so ein bisschen philosophiert, hinten auch über den schwarzen Balken haben wir neue Informationen. Wir gucken jetzt zusammen nochmal die neuesten Videos an. Nämlich zum Thema Coupé GTI könnt ihr jetzt folgendes Video mal sehen. Ich versuche das mal einmal so zu stoppen, dass wir uns darüber unterhalten können. Da fährt der Escauti. Jetzt kommt er gleich. Mach mal jetzt kurz Stopp. Jetzt sieht man schon immer mehr, ne? Katze kommt immer mehr aus dem Sack raus. Also, wir haben jetzt gerade noch mal recherchiert. Die Türen haben sich auch verändert, die Seitenteile haben sich verändert. Also, das ganze Auto wurde abgeändert. Hier sieht man ganz gut, das ist eine GTI-Variante mit den seitlichen Aufklebern, die man schon kennt aus der Vergangenheit, der auch überarbeitet worden ist. Die 16 Zoll GT-Style-Felge ist geblieben. Ja, Rest hat man gerade schon besprochen. Und jetzt, wenn man den Vorbeifahren sieht, jetzt stoppe ich und jetzt gucken wir nochmal auf den Arsch. Weil hier kann man ganz stark erkennen, dass es keine Folie ist. Das ist wirklich ein schwarz glänzendes Kunststoffteil, was hinten drauf gesetzt worden ist. Und jetzt kommt auch der Eixam-Schriftzug viel besser zur Geltung. Vorhin in dem Bild war es, glaube ich, auch in schwarz. Ne? Das war schwarz auf schwarz. Understatement-mäßig, so sieht es auch gut aus. Und ich muss zugeben, ich habe mich vorhin über diese mittlere Leuchte so echauffiert. Jetzt, wenn ich das Auto hier so vorbeifahren sehe, in Verbindung mit dem hellen Eixam-Schriftzug, finde ich es nicht mehr so dramatisch. Muss ich selber für mich selber lachen. Hier sehen wir jetzt auch zum ersten Mal, also eigentlich, hast du schon mal irgendwie gesehen in einem Video diese neue Farbe? Nee. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Bleu, Col Vert? Ich, das ist Französisch, keine Ahnung. Bleu, Col Vert. Ich weiß gar nicht, in Deutschland sollte irgendwie ein eigener Name gefunden werden. Ich weiß gar nicht, ist das schon passiert? Ich habe noch nichts gehört. Ich auch nicht. Auf jeden Fall sieht man hier jetzt das neue Modell. Sieht nach einem Evo aus, wenn ich so auf die Frontpartie gucke. Das ist ein Coupé Sport. Hä? Das ist neu. Ich denke, dass wir eine neue Modellpolitik auch bekommen. Also okay. Ich habe irgendwo Coupé Sport gelesen. Also ich denke, dass City und Coupé sich angleichen werden. Nicht schlecht. Auf jeden Fall, hier sieht man jetzt die Farbe. Und jetzt habe ich mal hinten an der Heckpartie Stopp gemacht, wo wir vorhin auch drüber gesprochen haben, dass das ganze Heck flacher gelegt wird. Ei. Und guck mal hier unten, Cup Diffuser und schön die Auspuffrohre zu sehen. Also, was ich schon gesehen habe beim E-GTI sind keine Auspuffrohre mehr da. Auch nicht dieses hässliche Plus-Minus. Ja, das ist sehr gut. Ja. Da haben wir immer drüber. Aber das ist ja hier ein Diesel und hier sieht man richtig schön die Auspuffrohre. Die Fake-Auspuffrohre. Hauptsache, sieht gut aus. So. Das ist jetzt ganz interessant. Jetzt fahren hier verschiedene Modelle vorbei.
Jetzt schon mal dazu gesagt, ich kann jetzt nicht auf jedes Detail eingehen. Ich sehe das jetzt auch heute zum ersten Mal. Am Ende des Videos machen wir alle Storys irgendwie hintereinander, würde ich sagen, die so durchlaufen. Dann könnt ihr selber euch auch nochmal einen Eindruck machen. Dann ist es nicht immer dieses Stückle, was ihr jetzt seht, wenn ich Stopp mache. Na? Also, hier fängt es jetzt an mit einem, ich würde sagen, das ist ein, ich sehe es sogar, es ist ein GTO ohne Heckspoiler. Ohne Heckspoiler. Ich hoffe bitte, dass dieser optional bleibt, weil gerade der Heckspoiler ist doch das Merkmal am GTO. Ja, das stimmt. Ja. Also, hier sehen wir jetzt einen Aixam City GTO in Graphitmatt. Der Cup-Diffusion, das ist schon fett. Als nächstes folgt der City Sport, den haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Ja. Ich finde, das Dach hinten fällt ab mehr. Ja. Nee, ich bin dann beim City-Modell hinter dir. Ah, da. Ja. Ja, das Dach fällt ab. Heckscheibe hat sich geändert. Heckscheibe geht stärker hoch. Was heißt stärker hoch? Also ist jetzt flacher oder ist steiler? Komm mal mit. Jetzt geht sie hier gerade. Ja. Und im neuen Modell, warte, habe ich es noch im Kopf, ab hier geht es schräg hoch. Ah, so, also die Seitenscheibe, nicht die Heckscheibe. Habe ich Heckscheibe gesagt? Ich glaube, ja. Verzeiht mir. Ja. Auch die C-Säule wesentlich breiter geworden hinten. Und weiß bis unter das Dach, ne? Die ist, ah, ne, ist auch. Ja, und die Heckscheibe ist kleiner geworden. Schade. Die Heckscheibe ist kleiner geworden. Aber daran sieht man schon, das sind so, man muss öfters drauf gucken, dass man die ganzen Unterschiede überhaupt erstmal realisieren kann. Ich bin ja echt gespannt, wann wir die ersten Fahrzeuge hier haben, damit wir es wirklich mal echt vergleichen können im Video und alles uns sehr genau angucken können. Also wir werden wahrscheinlich nächste Woche noch mehr Informationen haben. Also abonniert diesen Kanal. Nächste Woche kommt garantiert ein Video, wo wir dann auch handfeste Infos bekommen, wann, wie, was, wo und so weiter. Aber hier gucken wir jetzt erstmal weiter. Ich habe nämlich dieses Min-Auto gesehen, hat sich auch komplett verändert. Da haben wir es nämlich schon. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob es zum Positiven oder Negativen. Also die Stoßstange vorne und die Motorhaube finde ich irgendwie... Ah, das sehe ich jetzt erst. Ah. Also. Stoßstange finde ich okay. Motorhaube, verwette ich meinen Arsch drauf, ist so gelöst wie beim E-Scouti. Einzeln drauf, mit einer Außenhaut, mit diesen kleinen Möpsels befestigt. Es ist keine Haube mehr zum Klappen, garantiert nicht. Ich sage sogar, wo ist denn der Scouty? Komm mal mit. Also, ja, wir wissen gar nicht, wo fängt man an? Also, deswegen unbedingt ein Abo da lassen. Wir haben jetzt wieder genug Futter in Zukunft, alle Autos wieder neu vorzustellen und vorzuführen. Auf jeden Fall, das Min-Auto ist ein bisschen, also, das ist, ja, ist jetzt der E-Scouty, das Min-Auto der E-Scouty. Auf jeden Fall ist jetzt an dem neuen Modell der E-Scouty verbaut. Das sieht man an diesem hervorstehenden hier. Und die haben dann einfach irgendwie eine Stoßstange integriert. Das wird interessant. Aber die Haube ist genauso gelöst wie hier. Also auch diese Nupsis? Auch diese Nupsis hier, diese zum Rausziehen. Dann bin ich mal gespannt, ob es denn... Also wenn das wirklich identisch ist, dann wäre ja sogar irgendwie mal so ein Umbau denkbar, dass man einen Diesel... Min-Auto zu einem E-Scouty umbaut, ne? Ab hier vom Scheinwerfer geht das in eine Stoßstange über. Also das ist Bestandteil von der Stoßstange beim Min-Auto. Also wenn die Stoßstange kaputt ist, ist das mit drinne. Ja, hier auch. Das gehört bis zum vorderen Teil. Das ist ein Teil mit dem vorderen Teil. Stimmt, ja. Jetzt sehe ich es auch. Interessant. So, der fährt jetzt hier vorbei. Dann gucken wir nochmal auf dem Heck, wenn wir es sehen. Jetzt haben wir kurz die Seitenansicht. Haben wir ein Min-Auto? Ja. Es wird ein längeres Video, aber wir nehmen uns jetzt mal die Zeit. Also jetzt, wo ich das sehe, muss ich ganz ehrlich gestehen, also noch, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn diese leuchtende Heckklappe nicht gefällt, ne? Also noch finde ich das neue Min-Auto nicht schöner. Aber noch. Aber die anderen Modelle, das, was ich gesehen habe, das ist schon... Also ich finde, das neue Min-Auto sieht noch rallye-mäßiger aus wieder. Also das ist ja so komplett glatt gelutscht. Das sieht so freundlich aus. So, ja, ne? Ja. So, ja. Und das neue hat ein bisschen mehr Agro. Aber ich wollte ja auf die Seite gucken. Jetzt haben wir die Seitenansicht. Klar, der Kotflügel hat sich natürlich geändert, weil ja die Front schon anders ist, logischerweise. Die Tür ist auch anders. Wir haben hier unten jetzt so ein... Ja, Tür hat sich verändert. Und das Heck auch... Natürlich, Heckscheibe wahrscheinlich auch vom,
vom normalen City-Modell übernommen, weil das sieht man hier auch, dass das dann ab hier schräg hoch geht. Ich habe irgendwo auch gesehen, die Heckleuchte ist auch vom E-Scouty jetzt. Okay. Guck mal weiter. Jetzt gibt es einen Schwenk nach vorne, mache ich auch nochmal Stopp. Da sehen wir jetzt gerade den City Sport von hinten. Jetzt sehen wir den. Das könnte ein City Pack sein mit Alufelgen. Nehme ich an, weil man sieht im vorderen Bereich, die Stoßstange ist ziemlich einfach gehalten. Wir wissen ja aus der Vergangenheit, umso größer die Stoßstange, umso mehr Gitter hier und Gitter da und Aufsatz da, ist es dann die gehobene Version. Und das sieht mir nach einer 0815 Stoßstange aus, weil es einfach aussieht. Ich habe auch dran Spiegel ohne Blinker. Aktuell ist ja auch so, dass die höher ausgestatteten Fahrzeuge den Blinker im Seitenspiegel haben. Gucken wir weiter. Was ich interessant finde, dass beim City-Modell jetzt hinten das Dach auch so geschwungen ist. Ne? Wir haben nicht mehr diese gerade Linie, sondern so einen Schwung hinten drin. Ne? Was das ganze Auto irgendwie mehr nach Auto aussehen lässt. Ich glaube, meine Vermutung wird bestätigt. Ich habe jetzt hier, ihr seht hier gerade die Nahaufnahme von der mittleren Leuchte in der Heckklappe. Und da sind in der Mitte LEDs zu sehen und rechts und links ist ein bisschen anders. Ich gehe davon aus, dass in der Mitte Nebelschlussleuchte ist und rechts und links dann der Rückfahrscheinwerfer irgendwie zurückleuchtet. Gucken wir, ob wir noch mehr sehen. Hier ist die Rückleuchte auch schon wieder anders. Vorhin habe ich gesehen, die Rückleuchte ist einfarbig gewesen. Das muss gleich mal im Schnitt gucken, aber hier nicht hin und her springen. Also was heißt einfarbig? Man hat gesehen, weiß, rot, weiß zum Beispiel. Und hier sieht man so ein schwarzes Gitter drumherum. Du versuchst es irgendwie reinzubasteln. Ihr kriegt alle Storys nochmal am Ende präsentiert. Und dann müssen wir warten, bis wir mehr Informationen haben. Aber das ein Video ist noch drin mit Innenraum. Da sieht man, dass ein neues Radio kommt. Was ist das? Ah ja, sieht aus wie das 9 Zoll Alpine Radio, aber es ist ein Pioneer Radio. Ist ein Pioneer? Wenn ich das richtig lese, ja. Also das Interface ist auf jeden Fall komplett neu irgendwie, finde ich. Ja. Sieht aus wie nichts anderes, was wir bis jetzt hatten. Ist aber Pioneer, eindeutig. Innenraumtechnisch können wir nicht viel sagen, aber da ist es, glaube ich, dabei geblieben, wie es ist. Was ich jetzt hier so sehen kann. Bleibt also am Ball, abonniert den Kanal, schreibt kräftig Kommentare. Wir werden hier dranbleiben und sobald wir Infos haben, melden wir uns. Ciao. Ja, aber der war fest.